Einen wunderschönen guten Morgen aus Rostock. Heute mal nicht aus dem Sachsenland, heute mal nicht aus Borna bei Leipzig. Heute mal wieder Hanse-Challenge. Die vierte Hanse-Challenge liegt an. Und wie ihr seht, es füllt sich. Das Wetter passt, heute mal nicht den ganzen Tag Regen. Spieler aus Berlin dabei, Spieler natürlich aus Rostock dabei, sogar Spieler aus Sachsen-Anhalt, Spieler aus Sachsen dabei. Wie üblich hier wieder die Lübecker Fraktion. Auch da wird es höchstwahrscheinlich demnächst eine Hanse-Challenge geben. Ja. Und ja, hier vorne Spieler aus der Umgebung. Hier die Spieler aus Berlin. Natürlich auch von Team Family Force. Hier vorne unsere Schiedsrichter. Heute mal 3 an der Zahl. Und hier wird wie üblich vor dem Turnier Deckliste geschrieben. Ja, so viel erstmal die ersten Eindrücke von hier. Und dann später mehr. Tja, ihr wollt es ja immer so schön hören. Hanse-Challenge in Rostock. Ja. Der junge Mann vom Stand am Essen, aber auch am Verkaufen. Unser Freund Schaffack, heute nicht so gut drauf, verliert Runde 1 und Runde 2. Unser Freund Salman, auch gut drauf. Ja, und hier, ihr seht es, Runde 2 fast am Ende. Was passiert? Hier hinten, Greifswald, Berlin, Rostock. Und hier sitzt er nun, unser Mann aus Halle, aus Sachsen-Anhalt, der Arzen Jens. Und hier spielt Team Family Force gegen Team Family Force. So, was sagt er? Er hat zweimal gegen Cosmo gewonnen. Ich habe einmal gegen Cosmo und er hat einmal gegen Cosmo. Ja, und ihr seid zufrieden mit eurem Turnier, mit der Hanse-Challenge hier in Rostock? Ja, bis jetzt ist eigentlich alles ganz geil, aber ja, mit dem Gewinn läuft es bei mir noch nicht so. Erst 1 von 3 gewonnen. Erst 1 von 3 gewonnen. Also, mein irgendwo da drüben steht da, der Pokal. Und den wolltet ihr eigentlich hier in Rostock behalten? Ja, wollten wir eigentlich auch, aber ich glaube, der geht zurück zu euch, zu Family Force. Ganz ehrlich, wir wollen ihn eigentlich gar nicht. Ja, wir würden ihn gerne haben. Was sagst du dazu? Wir nehmen ihn gerne an nach dem Turnier. Ja, könnt ihr uns gerne schenken. Gut, zu verschenken ist er nicht. Aber Jungs, ich danke euch. Ja, wo ist hier an diesem Tisch der Fehler? Hanse-Challenge ist angesagt. Wir haben einen Spieler aus Greifswald. Wir haben auch Spieler aus Lübeck. Und wir haben einen Spieler aus Hamburg. 3 verschiedene Hansestädte und wir haben einen Spieler aus Berlin. Also findet den Fehler. Das Ganze an Tisch 1 und an Tisch 2. Irgendwo ist hier an diesen beiden Tischen ein Fehler. Findet ihn. Findet ihn hier in Rostock. Ja, wie gesagt, Runde 4 läuft und die Spieler sind alle noch gut dabei. Ja, der Jan, er liebt es, wenn ich hier ins Mikrofon Hanse-Challenge sage. Hier sind wir, Team Family Force, auch immer noch gut dabei. Und auch unser Freund Kadir ist dabei. So, schaut euch an. Es ist genauso wie beim letzten Mal, nicht so wie bei anderen Turnieren. Wir sind in der 4. Vorrunde. Und am Anfang 49 Teilnehmer und auch jetzt immer noch 49 Teilnehmer. Hier hat niemand gedroppt. Wie es aussieht, wird auch niemand droppen. Tja, jetzt passt es an den beiden Tischen. An Tisch 1 und an Tisch 2. Wir haben keinen Berliner an den Tischen. Vielleicht klappt es ja, wir sind in der 6. Vorrunde. Vielleicht klappt es ja heute mal, dass kein Berliner die Hanse-Challenge in Rostock gewinnt. Ja, und nun, hier schauen wir weiter. Tisch 3 und 4. Hier sitzen 3 Berliner und ein Hamburger. Ja,
Greifswald, Revesmühlen, zwei Berliner. Schauen wir einfach mal so weiter. Ha, in Rostock scheint die Sonne. Ja, wie gesagt, wir sind in der letzten Vorrunde und werden dann sehen, wie es in den Top 8 weitergeht. Das Bild, 6 Vorrunden sind vorbei und ja, es gibt etwas Erfreuliches. Wir haben nur einen Berliner in den Top 8. Ja, vielleicht besteht jetzt eigentlich mal heute im ersten Mal die große Chance, dass kein Berliner die Hanse Challenge gewinnt. Also ich gönn's den Leuten hier aus der Region, vor allem dort dem jungen Mann aus Lübeck, ganz einfach da, dem Dominik, dem gönn ich's vor allen Dingen, heute hier einfach mal diese Hanse Challenge zu gewinnen. Schaut sie euch an, da stehen sie nun, die Top 8 der vierten Hanse Challenge hier in Rostock. Na klar, in Rostock, wo sonst? Und es sind doch zwei Berliner dabei. Einer aus Halle, einer aus Greifswald, zwei aus Rostock, ja, und einer, der Dominik, aus Lübeck. Top 8 hier in Rostock. Da, ja, Hamburg gegen Berlin. Hier geht es genau andersherum. Berlin gegen Greifswald. Hier haben wir ein rein norddeutsches Duell. Einmal Lübeck, der Dominik, gegen den Max aus Greifswald. Und hier mal was ganz Besonderes. Hier haben wir Hamburg gegen den Atzen Jens aus Halle an der Saale. Und wenn man es eigentlich ganz pingelig nimmt, könnte man sogar eine Hanse-Challenge in Halle machen, denn Halle ist der Hanse angeschlossen. Ja, so viel erstmal hier dazu. Wir melden uns ja höchstwahrscheinlich, ganz sicher, in den Top 4 wieder. Ja, hier stehen sie, die Preise für die Top 4. Der Preis für den vierten Platz. Der Preis für den dritten Platz, der Preis für den zweiten Platz, ein ganzes Display. Ja, und hier steht er nun, der Hanse Challenge Pokal. Tja, Spiel um Platz 3 und da haben wir unseren Dominik aus Lübeck. Der Mann liegt. So ist es, Hanseschenk Lübeck ist in Planung. Und Sachsen-Anhalt, unser Atzen Jens, den jeder hier gefordert hat, mit seinem Bruder, hier in Rostock anwesend. Ja, und hier, genauso ist es, haben wir den Dominik. Oh, was haben wir hier denn? Mal so ein bisschen Werbung machen. Yugioase.de aus Hamburg gegen den Dominik Team Family Force aus Berlin im Finale der Hanse Challenge Rostock. Tja, Hanse Challenge, wir haben einen Gewinner und wieder kommt der Gewinner aus Berlin. Unser Dominik von Team Family Force hat die vierte Hanse Challenge gewonnen. Ja, und hier der junge Mann, der Herr Jungklaus aus Hamburg. Wie gesagt, er hat ja den zweiten Platz hier errungen in Rostock. Ja, er sagt selber, er hat gebrickt und nun ist sie vorbei. Vorbei ist sie noch nicht ganz, weil dort hinten, da wird noch gespielt. Gespielt um Platz 3. Der Jens aus Halle an der Saale gegen den Dominik aus Lübeck. Ja, das war sie. Die vierte Hanse Challenge und somit auch die letzte in diesem Jahr hier in Rostock. Genau so ist es. Ja, wir sagen Danke.
danke hier an Rostock, danke ans ESCO Catering in Rostock und wir sagen ganz einfach mal, wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Spätestens sehen wir uns wieder, wir von Team Family Force. Ja, ich glaube am 9.7. da heißt es Turnier in Leipzig. Kultur auch Eudritsch mit dem jungen Mann dort hinten dem Atzen Jens. CCG Tourstop in Leipzig, Kulturort Eudritsch am 9.7. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Auch wir vom Team Family Force werden dabei sein. Und dann natürlich Europameisterschaft in Berlin. Ciao, ciao, winke, winke, hier aus Rostock vom Team Family Force.